Moin, herzlich willkommen in Dänemark. Ja, ich darf endlich rein und ich nutze es jetzt aus, hier eine schöne Tour zu machen. Oh, es ist so unglaublich, es ist so lange her. Im August war ich zum letzten Mal in Dänemark. Da gab es danach mal eine große Radreise und danach war alles zu. Es ging nichts mehr, man durfte nicht mehr rüber. Aber jetzt geht's los auf eine schöne Radtour. Ich stehe hier an der Appenrader Bucht. Leider noch nicht bei Sonnenschein. Es soll noch kommen. Das ist nur so eine dünne Hochnebelschicht. Die soll sich noch auflösen. Ich hoffe. Aber ich mache hier heute jetzt eine große Runde von ca. 115 Kilometer. Also ich will den Tag wieder voll ausnutzen. Ich freue mich so drauf, endlich wieder hier zu sein. Es ist wieder komisch hier, diese ganzen dänischen Schilder zu sehen. Die Leute sprechen eine andere Sprache. Das ist etwas Besonderes. Und auch die Gegend ist hier sehr besonders. Da habe ich echt eine tolle Tour hoffentlich wieder geplant, denn ich fahre hier von Appenrader aus, hier vom Yachthafen aus, Richtung Norden, Richtung Hallersleben, erstmal durch Land, erstmal im Binnenland, erstmal dahin. Ja, und dann komme ich ein bisschen mehr an die Küste. Ja, und dann hoffe ich auf Sonne, dass da endlich die Sonne scheint, dass es richtig schöne Bilder geben wird. Und dann komme ich irgendwann hier von da hinten hier wieder zurück. Ganz viele tolle Orte dazwischen, Strände, es gibt so viele Sachen, die man hier sehen kann. Und wenn dann noch die Sonne scheint, einfach grandios. Also es wird wohl sehr schöne Bilder geben, wenn die Sonne bald mal rauskommt, denn es ist noch recht kalt, sehr kalt, 8 Grad. Mann, wir haben Ende Mai, aber es soll ja jetzt eine wärmere Phase endlich kommen. Ich glaube, das ersehen alle. Also, dann wünsche ich erstmal viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Ich bin jetzt aus Appenrader rausgefahren. Ja, es ging ordentlich bergan, denn Appenrader liegt wie Flensburg in so einer Mulde an der Ostsee. Es ging nur 2 Kilometer, 2-3% hoch, das ist schon einiges. Und jetzt bin ich hier auch weiter rausgefahren. Keine schöne Strecke, aber es ist immer sehr gut ausgebaut, der Radweg. Teilweise sogar über einen Supermarkt rübergebaut. Ja, die Dänen lassen sich immer was einfallen, damit die Radfahrer das ordentlich haben. Und jetzt stehe ich hier mitten, wieder im Nirgendwo, aber hier ist was Besonderes, ein Lost Place, eine alte Kanonenstellung aus dem Ersten Weltkrieg, ordentlich Beton, mal schauen, ich habe jetzt kein Licht mit, ich glaube, da kann man nicht viel sehen, ist nur dunkel, ne? Eieiei, dunkel. Verdammt. Ja, hätte Licht mitnehmen sollen. Sehr interessant hier. Sehr überraschend. Aber überraschend ist leider auch das Wetter. Dicht. Ja, die Sonne sollte seit heute Morgen scheinen, um 8 Uhr spätestens anfangen. Jetzt sagt die Wetter-App ja frühestens ab 10. Das ist immer noch in 1,5 Stunden. Naja, zum Glück habe ich das so geplant, dass jetzt erstmal nicht so eine tolle Strecke ist.
keine großen Highlights kommen. Die nächsten 20, 25 Kilometer bis Heidersleben. Also werde ich erstmal locker Strecke machen und hoffen, dass die Sonne bald mal rauskommt. Jetzt bin ich schon ein ganzes Stück gefahren. Ich bin schon bei Kilometer 36. Es gab eigentlich nicht viel zu sehen. War es sehr hügelig. Ich habe schon über 250 Höhenmeter auf gute 30 Kilometer gemacht. Ja, dänische Berge soll man nicht unterschätzen. Im Heidersleben bin ich jetzt schon durch. Ja, muss sagen, bis jetzt alles super. So langsam kommt die Sonne durch. Und ich stehe jetzt hier an der Starobkirche. Aber das ist nicht das wahre Highlight, denn der Standort der Kirche ist doch das Beste hier dran. Denn ich stehe hier direkt am Fjord von Heidersleben. Die Stadt werde ich irgendein anderes Mal zeigen, auf einer anderen Tour. Da habe ich auch schon was geplant, das kommt vielleicht mal ein anderes Mal. Heute gibt es eine große Tour, aber die Lage hier ist ja richtig toll. Auch der Platz hier. Es ist echt wieder typisch Dänemark. Da gibt es sogar einen Grill. Sitzgelegenheiten überall. Aber ah, richtig toll hier. Wunderbar. Bester Platz für eine Pause und auf die Sonne jetzt endlich mal zu warten. Dann geht es weiter Richtung Osten, an südlich vom Fjord entlang, bis ich nach Öresund komme. Das ist auch noch mehr an der Straße. Oh, das wird auch noch mal ein Stück werden, aber wie es scheint, erstmal mit Rückenwind. Oh, ich mache jetzt erstmal eine schöne Pause, warte auf die Sonne und dann geht's weiter. Thank you.
Jetzt bin ich angekommen im Hafen von Öresund. Oh, richtig toll. Jetzt ist das Wetter richtig klasse geworden. Der Wind, der schläft jetzt ein. Wunderbar. Auch die Strecke jetzt war zwar immer an der Straße, aber so gut wie die Straße war, war auch der Radweg. Das ist halt Dänemark. Deswegen liebe ich das hier so, Rad zu fahren. Und dann solche Plätze wieder hier. Oh, traumhaft. Der Hafen hier da hinten ist ein Fischer. Richtiger kleiner, schöner Fischerhafen mit den Booten da. Ganz toll. Da drüben die Insel Öro. Da hinten ist die gerade die Fähre, die hier auch anlegt. Da hinten ist ein schöner Hafengrill. Könnte man auch jetzt einen Hotdog essen. Richtig leckeren, typisch dänischen. Das, aber das mache ich jetzt gerade nicht. Aber es ist ein, immer wieder ein tolles Plätzchen. Ich bin hier schon öfters gewesen mit dem Fahrrad. Auch in der Zeit, wo ich schon gefilmt habe. Auch ohne Kamera. Aber heute bei diesem Wetter wollte ich jetzt auch mal wieder hier vorbeifahren. Ach man, das ist einfach klasse. Aber das Wasser, man merkt, es ist noch sehr frisch. Hat halt noch nicht viel Sonne gesehen und keine Wärme. Das geht jetzt erst richtig, endlich richtig los. Ja, für Mitte Mai, Ende Mai ist es ja schon richtig, immer noch richtig kalt. Aber jetzt geht es gleich weiter auf ja, noch immer noch 60 Kilometer wieder zurück. Ich mache 1000 Schlenker noch zu Stränden hin und anderen schönen Plätzen. Also, dann bleibt dran, es wird bestimmt noch mehr solche Plätze geben wie hier. Vor einer Woche war ich noch in Brandenburg und jetzt stehe ich hier am Strand. Ah, ist das toll. Aber es ist kalt. Der Wind hat gedreht. Der kommt jetzt Süd-Südost von der See aus. Ja, badetauglich ist nicht. Es ist 8, 9 Grad immer noch das Wasser. Also das braucht noch lange, bevor ich da reingehe. Aber was ein Kontrast. Das ist die Hellsager Stranden. Heißt das hier der Ort? Ist hier toll gelegen. Natürlich viele Ferienwohnungen hier im Hintergrund. Ja, da kommt richtig Urlaubsfeeling auf. Einfach nur ein Traum. Ja, und so geht die Strecke jetzt weiter. Immer wieder mal solche schöne Strände. Kleine Orte haben wir ja echt wunderbar.
bin ich wieder am nächsten Strand hier. Richtig toll. Boah, jetzt am Anfang wird es auch wärmer. Der Wind ist nicht mehr so kalt. Ah, herrlich. Ja, hier kommt der Wind auch gerade nicht so richtig an. Mann, ein Traum. Man könnte fast gleich reinspringen, aber also für mich noch zu kalt. So Füße würden vielleicht noch gerade gehen, aber naja. Oh, das ist echt ein Traum. Da hinten sieht man auch noch eine Insel. Basel heißt sie, glaube ich. Da geht da irgendwo eine kleine Fähre rüber. Ich werde auch gleich nochmal wieder abhauen vom Meer. Ja, wenn man immer davon abhaut, dann geht es immer bergan. Ja, es ist sehr hügelig, aber es macht riesen Spaß bei dem Wetter. Und gleich werde ich erstmal noch wieder einen See umrunden, einen Binnensee. Dann fahre ich wieder über die Berge und irgendwann komme ich dann wieder ans Meer ran. Es ist einfach klasse hier die Ecke. Oh, da könnte man fast sofort reinspringen. Wunderbar. Und hier ist auch natürlich wieder alles voll mit Ferienwohnungen. Hinten ist ein Campingplatz. Alles vorhanden. Und das kann da gar nicht alles überlaufen sein hier, weil es gibt ja hier so viele Plätze. Hier ist es auch im Sommer ruhig. Naja, dann werde ich erstmal hier eine schöne Pause machen, denn die letzte ist doch schon wieder etwas her. Ich habe jetzt schon über 70 Kilometer hinter mir und noch gute 40 vor mir. Ja, dann werde ich erstmal nochmal Snacks zu mir nehmen und dann geht's weiter. Was für ein toller Ort. Ja, diesen Ort, diesen See, den werde ich jetzt nicht aussprechen. Das ist bestimmt total kompliziert auszusprechen auf Dänisch, deswegen lasse ich das. Aber umso schöner ist dieser Platz. Ja, das ist genial. Hier ein Aussichtspunkt. Das ist alles unter Naturschutz hier. Aber wie in Dänemark das so ist, man darf hier längs fahren. Hier sind Rastplätze. Unglaublich schön. Was ein toller Weg hier. Tolles Plätzchen wiedergefunden. Das ist Dänemark, deswegen liebe ich das. Ah. Ja, wow. Und gleich geht's weiter da um den See, aber das geht irgendwo weiter höher entlang und dann geht's über die Berge oder Hügel und dann zum nächsten schönen Ort, das verspreche ich. Hier gibt es sogar einen Shelter, der ist sogar nirgendwo eingetragen auf meine App oder im Naturschutzbehörden-Webseite. Also es gibt viel, viel mehr noch zum Übernachten hier. Aber wow, einfach nur klasse. So schlafen und dann Sonne, Aussicht. Aber heute nicht. Einfach klasse. Das ist Dänemark.
was soll man sagen? Es ist einfach überall genial hier. Wieder hier ein bisschen über Land und über den Berg rüber und schon ist man wieder hier in so einer Bucht. Einfach genial. Und drüben, da drüben kommt gleich noch ein ganz besonderer Ort. Ich würde sagen, da fahre ich jetzt mal hin. Da hinten, die Gebäude. Ich finde, das ist hier ein ganz, ganz besonderer Ort. Den habe ich erst vor 2 Jahren mal entdeckt bei einer Tour, wo ich die Kamera nicht mit hatte. Ich spreche das mal deutsch aus, Calvo, geschrieben so zumindest, ausgesprochen ganz anders. Aber hier gibt es ein Badehotel, der Hafen hier ist ganz besonders gelegen. Es ist ja eigentlich eine Insel. Okay, die Straße ist jetzt ordentlich befestigt. Dadurch ist es eher jetzt eine Halbinsel geworden. Aber die Lage hier, das ist unglaublich. Wenn man von da oben runterfährt, das ist eine Aussicht, das ist unbeschreiblich schön. Und hier überall die Segelboote jetzt, Alter. Was für ein Wetter. Perfekter Tag. Ja, man kann hier so rumlaufen, Spazierweg. Einen Steingarten gibt es hier. Ja, besondere Tierarten, habe ich gerade auf dem Schild sogar gelesen, haben sich hier angesiedelt. Das ist echt ein unglaublich toller Ort hier. Den muss man sich echt mal angucken oder merken. Es ist echt, wow. Das ist, ich muss sagen, mit der schönste Ort, den ich heute besucht habe, weil Strand gibt es viele. Aber dieses ganz besondere Stück Fleckchen Erde hier finde ich ganz toll. Das kann ich leider nicht mehr toppen, aber ich bin immer noch weiter unterwegs und immer noch 30 Kilometer bis Appenrade. Ich werde immer noch ein Stück über Land fahren. Vielleicht komme ich ja noch mal an den Strand. Mal sehen, das hier ist echt ein ganz, ganz großes Highlight. Das muss man sich mal angeschaut haben, diese Lage hier. Dieser tolle Hafen und wenn man von da oben guckt, das ist unglaublich. Okay, naja, ich muss dann auch mal wieder weiter. Oh, 15 Uhr ist es. Ganz ruhig, ganzen Tag Zeit und es ist schon, ja, hier ist es richtig sommerlich warm geworden. Jetzt hier kommt der Wind nicht an. Herrlich. Im Park gehe ich jetzt aber nicht, da ist einfach zu viel los. Aber, naja, genießen kann man es auch so.
Ja, was soll ich sagen? Wieder ein tolles Plätzchen hier. Ich bin hier in Lordenhoy. So heißt es wieder auf Deutsch. Auf Dänisch wieder anders. Da ist auch der Campingplatz dazu. Wunderschön wieder hier. Da drüben ist die Insel Basel zu sehen. Was ein Sommerfeeling gerade hier. Es ist hier wieder richtig schön warm. Ich glaube, jetzt kann ich auch endlich mal aufs kurz umswitchen. Ja, und hier mache ich jetzt auch die letzte Pause erstmal. So, dann sind es noch 18 Kilometer bis Appenrade. Ob ich da nochmal an den Strand komme? Ich glaube schon. Einmal mindestens nochmal. Das hier ist ja auch schon wieder sehr, sehr genial. Aber na, erstmal wieder noch eine Pause genießen. Das ist das Summerfeeling hier. Und dann geht es wieder weiter. Aber es war gerade eben ganz schön bergig. Wieder hoch und runter. Da kommen heute ganz schön Höhenmeter dazu. Aber, boah, aber gleich geht es wieder bergauf, wenn ich losfahre. Aber egal. Das ist einfach zu genial hier. Acht Kilometer vor Appenrade komme ich hier nochmal an den Strand. Das ist die Appenrader Bucht. Wieder hier, Appenrade liegt da um eine Ecke, man sitzt jetzt nicht so richtig. Ja, dann noch einmal über den Berg und dann ist es geschafft. Wow, das war ja schon Sommerfeeling und hier auch. Aber tolle Plätze. Die gibt es hier eigentlich nur hier. Nein, auch bei uns, zum Beispiel an der Schlei und so, das sind meine Lieblingsplätze. Die muss ich auch noch mal zeigen, es gibt echt besondere Plätze da. Aber hier Dänemark, ach, ist das so heftig. Einfach nur traumhaft, aber der Tag muss auch mal vorbeigehen. Also, nix wie weiter. Zu früh. Ich habe noch ein schönes Plätzchen hier. Weil hier ist richtig die Hölle los. Die sitzen alle auf den Bänken und grillen und essen Würstchen hier und Fleisch. Und ach, das ist schon richtig Sommer, würde ich sagen. Wow, und da draußen die Segelboote und die liegen da vor Anker. Werden wahrscheinlich heute übernachten da. Das Wetter soll ja morgen auch noch so bleiben. Perfekt. Aber jetzt muss ich hier nochmal durch den Wald fahren. Und dann kommt wirklich mal Appenrade. Thank you.
So, angekommen, ich bin wieder hier mitten am Hafen, mitten in Appenrade. Wow, was für ein Tag. Jetzt sieht das auch viel besser aus, wenn das nicht so grau ist. Ah, es ist Sommerfeeling, ich sage es nochmal, Sommerfeeling pur gerade. Es ist zwar nur 16, 17 Grad, gar nicht mal so warm, aber da kam voll Sommer auf. Ach, sowas von, man ist echt gefühlt von Herbst. Es war Herbst, kein Frühling, es war Herbst und dann gleich wieder in den Sommer jetzt. Die nächsten Tage werden auch schön, endlich mal. Dann wird auch mal das Wasser endlich mal wärmer jetzt. Das Ende Mai, richtig kalt das Wasser. Einige haben es ja probiert. Ja, mehr wie Beine rein ging dann auch nicht, aber es war echt ein toller Tag. Tolle Plätze gesehen. Oh, das ist eine ganz tolle Ecke. Wie immer, in Dänemark sind überall tolle Ecken. Ich habe auch noch nicht mal alle Ecken gezeigt davon, alle Strände. Es gibt immer noch viele Sackgassen nebenbei. Ja, das wäre dann 200 Kilometer Tour geworden, sonst hätte man alles gezeigt. Das gibt es bestimmt noch mal einmal. Es war so ein schöner Tag. Es war so befreiend, endlich wieder in Dänemark zu fahren. Wunderbar. Oh. Echt, das hat einen jetzt wieder so weitergebracht. Letzte Woche Brandenburg, jetzt in Dänemark. Jetzt hat man so langsam das Gefühl, es wird alles wieder ein bisschen normaler. Und Urlaub ist auch bald und Sommer ist da anscheinend. Herrlich. So kann es doch weitergehen. Also ich muss sagen, diese, ja, was waren es, 116 Kilometer, über 700, 800 Höhenmeter. Also das war nicht gerade ohne. Aber bei dem Wetter richtig herrlich. Oh, das war ein Traum. Er ist grau und dann riss das auf, wie sie gesagt haben. Strahlend blauer Himmel. Mal gut, ich habe mich gut eingecremt, denn die Sonne steht ja jetzt auch immer sehr hoch. Es ist fast der höchste Stand. Aber es war richtig toll. Ich hoffe, es kam gut rüber. Es ist eine Traumtour wirklich. Der Anfang ist vielleicht noch ein bisschen harmlos, aber dann, wow, denn diese ganzen kleinen Strände. Die Bucht hier, das ist alles nur Wahnsinn. Das hat mir echt gefehlt seit August. August war ich zum letzten Mal hier. Ah, das hat richtig gefehlt und jetzt da geschafft. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen. Ja, was als nächstes kommt, ich entscheide das spontan. Morgen ist auch noch ein schöner Tag. Ah, da muss man ja eigentlich auch wieder los. Richtig kaputt bin ich überhaupt nicht. Habe ja gut gegessen, gut getrunken, so wie es sein soll. So kann ich mich vielleicht nochmal wiederholen und mal sehen, was morgen ist. Eine Tour gibt es sicherlich. Wie groß, wie lang, wohin, weiß ich nicht. Ich muss jetzt zurück, weil in Dänemark darf man ja nur 24 Stunden bleiben. Also so richtig mit Übernachtung ist nicht so, noch nicht so richtig drin. Okay, die Grenze wird nicht so richtig Richtung Deutschland kontrolliert. Die Dänen kontrollieren, aber die Deutschen nicht. Ja, man könnte es riskieren, weil nach 24 Stunden müsste man einen dänischen Test haben, um wieder zurück nach Deutschland zu kommen als Schleswig-Holsteiner. Ja, aber ich riskiere das mal nicht. Ich glaube nicht, dass sie an der Grenze kontrollieren würden. Aber egal. Es war so ein toller Tag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin.